Hallo zusammen, heute mal ein bisschen später. Ich habe es leider nicht früher geschafft. Mein Name ist Christian. Wir schauen uns hier in diesem kleinen Clip den DAX an. Und zwar ab Montag, dem 2. November. Also, bisher hat dieses 38,2er Retracement von dieser gesamten Bewegung von Ende März bis zum Hoch hier Anfang September seine Schuldigkeit getan. Hat es wirklich gut gemacht. Jetzt würde ich dich fragen, ja, aber wir waren doch viel tiefer, wir waren doch schon unter der 11,4 und so weiter. Aber ich gucke da nicht so drauf. Für mich sind die Xetra-Kurse definitiv interessanter und wichtiger. Alles, was vor 8 oder vor 9 Uhr ist oder nach 17:30 Uhr, nehme ich zur Kenntnis. Aber ich agiere da nicht, wenn überhaupt reagiere ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn irgendwas Tolles passiert. Aber ansonsten schaue ich da nicht so drauf. Ich hole den Freund mal hier ein bisschen näher dran, dass man es deutlicher sieht. Und jetzt habe ich auch die Fibos mal rausgenommen. Also, die Bänder gehen weiter auf. Die Volatilität ist heftig und das der Bewegung entgegengesetzte Band tut mal gar nicht so, als ob es irgendwie hier in die Horizontale geht oder vielleicht korrigiert. Das heißt, von daher ist noch eine Wahrscheinlichkeit, sogar eine relativ hohe, dass wir weiter runtergehen. Ich zeige mal gerade, bis wohin das sein kann. Das kann durchaus hier in diesem Bereich gehen, um die 11.000, auch mal ein Schnaps drunter. Also von daher noch keine Entwarnung. Auch keine Entwarnung vom MACD. Wir haben jetzt hier lang, kurz, es fehlt der morgige Tag. Wenn der nochmal kürzer ist, dann kann ich eine kleine Entwarnung geben und dann hängt es davon ab, wie weiter geht, weil der Oszillator ist jetzt bei 7,4. Das ist noch kein Kaufsignal. Der muss hier weiter hochgehen. Also jetzt mal angenommen, morgen passiert gar nichts. Und wir schließen etwa auf dem Niveau von gestern. Von mir aus auch das nachbörsliche Niveau bei 11.600, wo war es, 20 ungefähr. Dann würde Folgendes passieren, das MACD wird kürzer und gibt ein Kaufsignal. Ja? Ich kann es nicht ausrechnen genau, wie weit dann der Oszillator steigt. Aber es ist durchaus möglich, dass er über die 20 geht. Dann wäre es wirklich positiv. Aber mir fehlt immer noch hier oben dieser Knick im Band. Der fehlt mir. Den hätte ich gern. Also ich gebe hier noch keine nennenswerte Entwarnung. Kurzfristig, sprich für die nächsten 2, 3 Tage, bis Mittwoch, bis zum nächsten Film, ist diese Marke für mich recht wichtig. Das ist vom Donnerstag dieser Doji, den wir hier gemacht haben. Und der ist bei 11.710. Das heißt, wenn der DAX da drüber geht, über die 11.710 und schließt 17:36 Uhr, dann würde ich sagen, kriegen wir hier rein vom Chart her ein kleines Kaufsignal, das durchaus bis zur 200-Tage-Linie führen kann, 12.088. Das ist möglich. Ja. Würde es hier kürzer werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit hier über die 20 gehen, dann wäre es erstmal abgesungen, also die Bässe. Aber das muss er mir beweisen. Ich habe also auch super vorsichtige Scheine, gebe ich ganz ehrlich zu. Der eine hier liegt unter dem 50er Retracement. Das ist dieser hier. 10.741. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Cäsar 4, Richard Vogel 3, GC4RV3. Der liegt also hier drunter. Ja, in der jetzt kommenden Woche, da kann einiges passieren. Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Wahl. Einen Short will ich nicht hier oben ansetzen, sondern da gehe ich nochmal hier runter. Und das war vom 23.10. das Hoch und da sind wir bei 12.730. Ja, da ist der Hebel 13 schon zu nah dran. Muss ich also ein bisschen weiter runtergehen und gehe hier auf den 10er Hebel. Das ist für mich sehr unüblich, aber im Moment, also ich halte immer noch die Finger still. Komme ich gleich noch zu. Hier 12.798er. Das ist auch ein Open-End-Schein und der hat die Kennnummer GF50GZ. Gustav Friedrich 50 Gustav Zeppelin. Ich werde mich auch in den nächsten Tagen zusehends zurückhalten. Ja, ich fand die Bewegungen, die hier teilweise gespielt wurden, die sind zufallsbedingt. Das sind Arrondierungen von Positionen von großen Spielern. Und da kann die Technik noch so toll aussehen, da wird der Wert verprügelt. Und da kann die Technik noch so schlecht aussehen und der Wert muss gekauft werden. Also ich halte das hier eher für zufallsbedingt. Das heißt, wir kommen hier so in die Sphären des Zockens und da bin ich nicht dabei. Das muss ich nicht haben. Ich warte weiter ab. Geduld ist gefragt. Und dabei wünsche ich euch trotzdem ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.